Hi Leute, Forti hier. Ich selber konnte leider bisher noch nicht die CS2-Beta testen, auf der Source 2 Engine natürlich, aber ich habe ein interessantes Video von einem russischen YouTuber gefunden und er hat ein paar interessante FPS-Tests gemacht und die möchte ich euch gerne zeigen. Ich möchte jetzt auch nicht irgendwie Anspruch auf diesen Content erheben, ich möchte einfach so ein bisschen dieses Video für euch übersetzen und lasst uns auch gerne darüber diskutieren, was er hier für Ergebnisse erzielt hat. Zum einen testet er natürlich die FPS-Werte mit seinem Standardrechner, mit seinem normalen Rechner, zwischen CSGO und Counter-Strike 2. Wobei er sagt auch ganz klar, sein Rechner gehört jetzt nicht zu den neuesten oder so, ist ein normaler, eher durchschnittlicher PC mit einer RTX 2070 und die CPU, die er verbaut hat, die muss ich eben ablesen, ist ein i7-9700K und 32 GB RAM. Gibt sicherlich noch andere Spezifikationen, die vielleicht eine Rolle spielen, aber das so als erstes. Wie gesagt, er testet die FPS-Werte zwischen CS2 und CSGO mit seinem normalen System und auf der anderen Seite auch mit so einem alten schwachen Laptop. Zu berücksichtigen ist natürlich auch, was er in seinem Game eingestellt hat, für Einstellungen eben. Die Auflösung 1920x1080 auf 144 Hertz, also Full HD, und er hat alles auf, also alle Settings, alle Grafik-Settings auf Maximum gestellt für den ersten Test. Dann testet er auch komplett die minimalen Settings und macht die gleichen Dinge nochmal. Zuallererst hat er einfach so einen Lauftest gemacht und sich angeschaut, welche FPS-Werte dann da kamen. Also einfach über die Map DAS 2 gelaufen und in der CS2-Beta bewegten sich seine Werte zwischen 270 und 220 FPS auf maximalen Einstellungen. In CSGO dagegen bewegten sich die FPS-Werte beim Laufen, also beim bloßen Laufen über die Map, einfach zwischen 560 FPS und 320 FPS. Dann hat er die Animation der Granaten getestet. Wie wir alle wissen, das fällt natürlich schon sehr ins Gewicht. Beim Test des Mollys in Counter-Strike 2 gingen seine FPS-Werte von 220 auf bis zu 135 runter. Und nachdem der Molly komplett durchgebrannt ist und so weiter, erst 13 Sekunden später sprangen die FPS auf den Wert vorher zurück, auf die 220 FPS. 13 Sekunden. In CSGO dagegen bewegte sich der FPS-Wert zwischen 420 und 220, beziehungsweise ging auch auf 220 FPS runter beim Molly, sprang aber dann quasi sofort wieder hoch auf den ursprünglichen Wert. Die Animation der Smoke erzielte in CS2 ähnliche Werte. Also da gingen die FPS im Prinzip ähnlich runter auf 135 FPS, also jetzt nicht noch deutlich als jetzt beim Molly, und sprangen dann ungefähr 3 Sekunden später nach der Animation der Smoke wieder auf den ursprünglichen FPS-Wert von 220 FPS. In CSGO auch hier wieder, die FPS-Werte sind deutlich höher, die gingen von 400x auf ungefähr auf 250, 60 runter, und nach der Animation der Smoke natürlich gingen die FPS-Werte sofort hoch. Bei der HE relativ ähnliche Werte, aber der Sprung nach unten noch deutlicher, der zeigt erst nochmal hier mit großer Schrift, sogar auf 119 FPS ging der Wert runter. Und dann hat es ganze 25 Sekunden gedauert, bis der Wert sich wieder quasi normalisiert hat, bis der Rechner oder bis das System gecheckt hat, okay, die Animation der HE ist durch, 25 Sekunden. Während das Ganze in CSGO natürlich, ja, also der Sprung natürlich nach unten auch wieder relativ deutlich ist, aber der Wert normalisiert sich auch sehr, sehr schnell. Dann hat er die ganzen Animationen der Nades, hier auch Molly, getestet aus etwas höherer Entfernung, und da hat er festgestellt, die FPS-Werte brechen nicht so stark ein. Das ist natürlich auch interessant oder gut zu wissen. Also die FPS-Werte gehen nicht so weit runter, wenn man weiter von den Animationen, quasi von den Nades, entfernt ist. Und am deutlichsten ging die FPS in dem Moment runter, wo er hier diese HE quasi, wo die HE den Rauch verdrängt hat. In CSGO dagegen gehen die Werte da also wesentlich weniger runter auf der gleichen Entfernung oder bei der gleichen Entfernung, und da gibt es auch keine Unterschiede, ob du jetzt Smoke, Molly, alle aufeinander schmeißt. Dann hat er auch das Ganze beim Sprayen mit der AK getestet, auch auf eine gewisse Entfernung, und in CS2, in der Beta, gingen die Werte auf 170 FPS runter von ursprünglich um die 200, während in CSGO die Werte nur, sag ich mal, auf ungefähr 310 runtergegangen sind. Auch beim Schießen bzw. Killen von Bots in dem Fall hier hat er festgestellt, in CS2 in der Beta
droppen die FPS von ungefähr 210 auf 170 runter. Wahrscheinlich wegen der Blutanimation und natürlich wegen des Killfeeds oder möglicher anderer Hat-Einblendungen. Und dagegen in CSGO gibt es fast keine FPS-Drops oder keine deutlichen. Danach hat er die ganzen Tests, hier das Laufen zum Beispiel, auch auf niedrigen Grafikeinstellungen getestet, sowohl in CS2 in der Beta als auch in CSGO und miteinander verglichen. Und hier hat er festgestellt, dass die Werte auf niedrigen Einstellungen maximal auf, oder beziehungsweise der minimale Wert war nicht unter 400 gefallen. Während in CSGO natürlich die Drops von 360 auf ungefähr 300 FPS zu beobachten waren und die Schwankungen auch deutlich waren. Jetzt testet er hier auch den Molly und auch hier gehen die FPS nicht so dramatisch runter, sondern nur auf 420 oder so etwas. In CSGO dagegen, beim Molly, gehen die FPS in seinem Fall hier auf ungefähr 340 runter. Auch bei der Animation der Smoke gingen die FPS nicht unter 400, sondern die waren auch irgendwo im Bereich von 415 und stiegen sogar teilweise auch höher, wie man ja hier sieht. Und auch bei der HE, also da tatsächlich fielen die FPS so ein bisschen deutlicher auf unter 400, aber auch nur für eine kurze Zeit. Also da haben wir wesentlich bessere FPS-Werte. Und als letztes hat er die ganzen Tests noch einmal mit seinem alten, schwachen Laptop wiederholt. Hier haben wir quasi nur Screenshots von ihm, weil Aufnahmen mit dem alten Laptop nicht funktionieren. Er hat hier eine Auflösung von 1024x680 eingestellt, 4:3 stretched, minimale Grafik-Settings und hat dann natürlich, wie gesagt, alle Tests wiederholt mit den Dates, mit dem Laufen und so weiter und festgestellt am Ende, dass in CSGO die Werte ungefähr doppelt so gut waren oder doppelt so hoch waren als in der CS2 Beta. Zusammenfassend können wir also auf Basis seiner Tests sagen, dass die FPS-Werte auf maximalen Einstellungen, auf maximalen Grafikeinstellungen in der CS2 Beta deutlich schlechter waren, also ungefähr halb so hoch waren wie jetzt in CSGO. Auf der anderen Seite bei minimalen Grafikeinstellungen waren die Werte natürlich deutlich besser in der Counter-Strike 2 Beta als in CSGO. Und was er auch angemerkt hat, in CSGO schwanken die FPS-Werte deutlich, also immer zwischen, weiß ich nicht, 500 und 300 hoch und runter und das stört uns ja auch alle, dass die so instabil sind. Und das ist aber in der CS2 Beta deutlich stabiler, also die Werte schwanken nicht so doll, die springen nicht so hoch und runter, sondern die Werte bleiben einfach deutlich stabiler. Ich hoffe natürlich, dass ich bald selber die Möglichkeit bekomme, ähnliche Tests zu machen und mir einen eigenen Eindruck zu verschaffen. Bislang ist das nicht der Fall. Dennoch hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Schreibt bitte eure Beobachtungen und eure Eindrücke aus der Beta hier gerne in die Kommentare. Ich denke mal, auch für viele Zuschauer ist das sehr, sehr interessant, welche Erfahrungen ihr da selber in der Beta macht, in der Counter-Strike 2 Beta, weil haben ja auch viele noch nicht das Glück, einfach selber reinschnuppern zu können. Vielen Dank fürs Zuschauen, Däumchen nach oben, haut rein und bis denn.